Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Und wir haben, bringen Sie das eingesammelte Geld zum Stützpunkt. Was für ein gesammeltes Geld? Ach so, klar, ah, ich verstehe. Er muss ja nochmal die Quest aussprechen. Ja, ich nehme mittlerweile oder momentan täglich auf, weil ich es nicht geschafft habe, auf Vorrat aufzunehmen am Wochenende. Deswegen wird gleich nochmal die Quest kommen. Hey, ich erledige doch nochmal was für mich. Und deswegen laufen wir mal kurz hin. Einfach nur just for fun. Nein, tue ich nicht. Was ist? Was ist los? Hat sich jemand verwandelt? Nein. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber um es ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin und zwar sofort. Krass. Rais hat mir zwei Kisten versprochen, Bracken. Zwei. Ich mach's so schnell ich kann, ehrlich. Gut. Beeil dich, nicht spucken, bitte nicht. Oh Gott, der Busch ist fest. Ich kann nicht durch den Busch rennen. Was zum Teufel? Was ist das denn für ein Busch? Von der OP-Busch. Nee, ich ignoriere jetzt das Flugzeug. Ich ignoriere es jetzt einfach. Wir sammeln einfach zu viele Flugzeuge in letzter Zeit. Ups, Beinbruch. Hals und Beinbruch. Der rennt irgendwas hinter mir her, ne? Hilfe! Mist, ich glaube, hier komme ich gar nicht durch, oder? Doch, doch, doch. Aber der Typ hinter mir läuft mir auch fleißig hinterher. Das wird jetzt ein Wettrennen. Dass ich verlieren werde. So ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht erst zurück. Okay. Geld zurückgebracht, jetzt ist es meins. Wir müssen jetzt nochmal zu diesen komischen Heckenschützen da, oder was ist das? Camper. Ich glaube, ich würde ihn mal ein bisschen als Camper bezeichnen. So, ich nehme heute auch jetzt wieder ein bisschen mehr auf, dass wir nicht komplett immer wieder bei einem Stützpunkt landen und uns diese Geschichte anhören müssen. Das Problem ist allerdings, wir haben gleich keine Medikits, oder? Doch, wir können eins herstellen. Okay, dann muss ich nämlich überlegen, wie kommen wir an den Typen ran? Mit einer Waffe wäre das gar kein Problem. So viel ist klar. Was ist das Ding gleich da unten? Was ist auf der Brücke? Nö. Nein, nein, ich lasse mich davon jetzt nicht irritieren. Auch nicht von euch. Und auch nicht von dir. Ich gehe hier lieber hoch. Bin ich ansatzweise sicher. Und krieg Punkte durch Springen. Yeah. Nicht mal ein Bein gebrochen. Ich frage mich, wie viele Beine man sich brechen kann. Ich habe doch nur zwei. So laufen wir einfach kackendreist hier drüber, ne? Und vielleicht können wir ihn vielleicht irgendwie von hinten erwischen? Ist das irgendwie möglich? Nee, als wir das letzte Mal da waren, gab es ja von allen Seiten nichts. Ich meine, wenn ich wenigstens Granaten werfen könnte. Ich könnte eine Waffe werfen. Ich könnte eine Waffe werfen. Lass mich nicht irritieren. Ich habe diese Patrouille gefunden. Etwas hat sie in Stücke gerissen. Durchsuche die Leichen. Die Entwürfe sind in einem kleinen Umschlag. Und mach sie bloß nicht kaputt. Sie sind mehr wert als all diese toten Ärsche zusammen. Okay. Wir kommen nicht an den Typen ran. Wir kommen einfach nicht an den Typen ran. Sauber. Einfach sauber. Erstmal schön wieder ein Bein brechen und dann gleich nochmal von Zombies attackiert werden. Hm, ist das schön. Komme ich hier gar nicht hoch? Bloß ich bin 1 Milliarde Kilometer entfernt. GRE-Paket gestohlen. Du weißt gar nicht, wie sehr mir das am Arsch vorbeigeht. Vielleicht sollten wir wirklich versuchen, eine Waffe nach ihm zu werfen. Hm.
endlich! Okay. Nick Pesto, ich bin Amerikaner, wie du. Okay, er ist Amerikaner. Haben wir ihn schon mal befreit? Ich gehöre zu denen, die immer USA, USA schreien. Die Haraner hassen das, aber ich find's witzig. Scheiß auf diese Ausländer. Ich kann sie nicht leiden. Naja, als diese ganze Zombie-Kacke anfing, war ich echt mächtig angepisst. Zuerst fand ich Race ziemlich cool, also blieb ich bei ihm und seinen Leuten. Aber dann ging ja alles den Bach runter. Das ist seine Version. Jedenfalls dachte ich mir, ich gehe zum Turm. Okay, mein Vorschlag. Du bringst mich zu diesem Elfenbeinturm und du bekommst von mir was, das sonst niemand in dieser gottverdammten Stadt hat. Wenn du willst, kannst du mir gerne als Deckung fungieren. Aber helfen kann ich dir jetzt gerade nicht. Den Typen kennen wir schon, okay. Ich würde versuchen, eine Waffe nach dem Typen zu werfen. Hui! Nicht dein Ernst, dass jetzt auch noch Zombies kommen, oder? Du hältst mich für schnell? Hey, der hat auch eine Uhr. 18:32. Okay, es wird bald dunkel. Verdammt, ich hoffe, es kommen keine Zombies. Da hinten ist er, ne? Wie wär's, wenn wir... die Hakenklinge nehmen. Darauf. Hier ist ein Hunterblock. Und... okay. Und die einfach werfen. Oder uns verbinden, weil ich doof bin. Nimm dies! Gott, ich lock einfach noch mehr Zombies an. Ach so ging das. Wie gefällt dir das? Das hat hier mal gar nicht gewirkt. Wie komme ich an den Penner ran? Hier ist das denn mit Zaun? Ich kann doch nicht einfach hochspringen. Ja, was zum Teufel? Ganz genau das hatte ich vor. Ja, wow. Hier brennt es überall ein bisschen. Oh, hätte ich doch nur eine Waffe. Das ist so asozial. Ich habe da eine Waffe, aber ich habe keine Munition. Also die einzige Alternative, die ich sehe, ist, dass wir... dass wir quasi versuchen. Moment. Moment. Wie wär's, wenn wir da einfach raufklettern? Sieht er mich? Ich glaube, das war ein Ja. Ich muss es riskieren, ansonsten suchen wir gleich Munition. Ich habe zu lange nachgedacht. Ich sollte weniger reden und mehr handeln, ey, ganz ehrlich. Okay, wo bin ich jetzt? Ah, sehr schön. Da ist der Pisser. Kann ich hier irgendwo runterspringen auf den Müllsack? Ja, da. Okay. Wir sind an einer perfekten Stelle. Wir müssen nur rauskommen.
Ich bin's nicht. Okay, von da aus kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Aber ich werde den Typen kriegen, ne? Ich werde ihn sowas von tiebecken. Okay. Springen wir einfach nochmal runter. Ernsthaft? Ist mir egal, wenn es dunkel wird. Gefressen oder gefressen werden! Okay, Plan B. Plan B, Freunde. Plan B kommt immer vor dem Masterplan. So. Jetzt folgendes tun. Erstmal springe ich hier gegen den Zaun, anstatt drüber. Diese Geräusche überall, ne? Okay, Schild, Fackel. Hier spricht Jade. Ihr wisst, wie es läuft. Sucht. Okay, Entwürfe, Schildböller. Ich dachte, wir haben Blendgranaten. Oder verwechsel ich das jetzt mit einem anderen? Wurfwaffe, Molotow. Wurfsterne. Ah. Wurfsterne, Freunde. Und Signalfackeln. Pass auf. Ja, das wird jetzt was Feines, warte. Das wird der explodierende Wurfstern auch machen. Okay. Durch in der Nähe ein Versteck und bleib dort bis zum Morgen. Gute Nacht und viel Glück. Okay. Ich glaube nicht, dass wir damit irgendjemand anlocken können. Ich glaube, damit können wir die Viecher nur abhalten. Ist ja gut. Diese Schreie regen mich auf. Ich würde sehr gerne meine Wurfsterne oder so ausbilden. Und nicht ausbilden, sondern ein... Ach, Inventar einfügen. Attentäter, Werting, bla bla. Was sind die denn? Zwei Klingen. Wurfstern. Okay, wir sagen ihm jetzt sogar, wo wir sind mit der Taschenlampe, aber gut. Da bist du ja. Ich glaube nicht, dass ich ihn treffe. Okay, wir gehen erstmal schlafen. Vielleicht wird er von den Zombies geholt. Wäre auf jeden Fall cool. Okay, wir sollten schnell rein. Ich weiß nur noch nicht, wie wir reinkommen. Aber wir werden reinkommen. Ah, ich sehe. Ich sehe schon. Ah, ich bin drin. Okay, gehen wir erstmal schlafen. Dann überlegen wir jetzt mal, wie wir ihn fertig machen. Ach, es ist mitten in der Nacht. Klasse, eine Stunde später. Jetzt ist auch noch nebelig. Ich hasse es. Der slidet hier hoch. Der slidet hoch und der fliegt einfach. Oh. Aber wo bist du? Ist nicht dein Ernst. Ich habe ihn nicht gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Ich muss das schaffen. Ich muss den Typen fertig machen. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich das Ding gerade in der Hand hatte und dann explodiert bin.
Jetzt ist es weg. Der ist da unten? Hast du den Umschlag? Noch nicht, einen Moment. Ich fühle mich jetzt ein bisschen verarscht. Oh Gott, da bist du! Was soll denn das? Wie ist das? Warum? Wie ist das möglich? Wie ist das da unten? Ich raste aus. Boah, was ein Sack. Der verarscht mich von oben bis unten. Jetzt er bestimmt wieder auf seinem komischen Haus, oder? Nein. Hab ich dich. Er kann mich nicht mal sehen. Er kann mich nicht mal sehen. Okay, okay. Wir verlieren alle unsere Punkte. Ist das mies. Ist das einfach mies. So, du slidest mir nicht dadurch. Okay, einfach runter und ihn zusammenhacken. Okay, egal. Gib mir die Waffe. So, Bastard. Alter. Na, die Papiere. Super, der erste, den ich aufhebe. Okay, ich hab ihn. Gut. Bring das gute Stück sofort zu mir. Ha, du wirst hier noch zum Helden. Okay. Wir haben es geschafft. Alles ist gut. Hey, komm mal her. Hier auf der Antenne. Kannst du mich sehen? Hier oben. Ich brauche deine Hilfe. Auf welche Antenne? Das ist keine Antenne. Keine Ahnung, was er meint. Das ist nur ein Spucker. Hä? Haben wir eine Quest bekommen? Der Antenne oder so? Weißt du was, ist mir scheißegal. Okay, mir scheint, Rais ist ja nicht gerade der Publikumsliebling. Nein, aber er ist gefürchtet. Wie das Sprichwort sagt. Besser gefürchtet als geliebt zu werden, wenn du nicht beides haben kannst. Oh, Machiavelli. Genau, das war ein kluger Kerl. Ich helfe hier niemandem, ich will diese Quest beenden. Und mir erstmal ein paar Beine brechen, aber die heilen gleich wieder. Gottverdammter Mistkerl, ey. Ich habe seine Waffe. So, das nächste Mal, wenn so ein Mistkerl da ist, werde ich mir auf jeden Fall ein bisschen Munition aufsparen. Nur für den Fall der Fälle. Kann ich nicht aufmachen, nein, aber da sind mir auch zu viele Zombies. Hallo. Wieso schmeißt er sich eigentlich nicht in die Pfütze? Oh, oh, er hat mich noch nicht gesehen. Komm, komm. Okay. Ach. Ihr mit eurem Scheiß Sprintern. Und jetzt? Hier rein? Muss ich mit dir reden? Hier, die Entwürfe. Wunderbar. Du bist viel verlässlicher als dieser Säufer. Rais wartet auf dich. Vielleicht können wir mal wieder zusammenarbeiten. Das will ich nicht hoffen.
Ich auch nicht. So, gib mir die scheiß Pakete, du Drecksviech. Hans-Dieter. Zeig mal Mitleid, sehen Sie das als Schwäche an. Gib mir den kleinen Finger, nehmen Sie die ganze Hand, verstanden? Ich geb dir ein Dach, Brot, Frauen, Munition. Und du bist unfähig, diese simple Aufgabe zu erledigen. Ich sollte euch alle in die Arena schicken. Ah, der Lakai des Turms. Hast du was für mich, Freund? Ja, hab ich. Und jetzt gib mir, was du mir versprochen hast. 2 Kisten Antizin. Werd ich nicht. Deine Treue zum Turm ist nur blinder Gehorsam, Crane. Feige Unterwerfung vor falschen Hierarchien. Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine. Wie ein braves, kleines Hündchen. Aber wir hatten einen Deal. Deine Leute brauchen Antizin. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. Hier. So viel kannst du haben. Du hast mir 2 Kisten versprochen. Das sind nur 5 Ampullen. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldemir. Sie ist eine von euch. Bring sie mir. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Mich würde brennend interessieren, wie lange jemand ihres Kalibers durchhält. Was? Ich... Nein, vergiss es. Das mache ich nicht. Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Crane. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turmbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau retten? Geh, denk darüber nach. Komm bei mir vorbei, wenn du zurück bist. Ich habe hier was für dich. Ach Mist. Okay, okay. Erstmal das GEE anrufen. Was ist für ein Arsch, ey? Mit dem bin ich 50 Mal gestorben. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich ja wieder auf diesen dämlichen Zug. Crane hier. Bericht. Ich arbeite nicht mehr mit Raiz zusammen. Er wollte, dass ich Jade Aldemir entführe und ihn bringe, damit er sie in seiner Arena kämpfen lassen kann. Ja. Und? Das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich bin doch kein Menschenhändler. Sie haben wohl vergessen, wie viel von dieser Datei abhängt, Crane. Wenn Raiz ein Mädchen will, geben Sie es ihm. Sie können ja auf sie aufpassen, oder? Was zum... Wie können Sie... Was für eine beschissene Hilfsorganisation seid ihr eigentlich? Und überhaupt, wenn diese Datei die Welt retten kann, wieso muss sie dann geheim bleiben? Wir zahlen sie nicht für Insubordination, Crane. Machen sie's! Ach, fick dich, du Arsch! Genau, ignorier sie doch einfach! Ich will nicht mehr auf diesen Zug klettern! Wie so ein kleines Hündchen, was den Anweisungen von Tausenden von Hans-Dietern folgt. Im Turm kein Gas mehr. Und anscheinend geht's im Rest der Stadt genauso. Was ist passiert? Keine Ahnung. Jeff, unser Gasexperte, hat uns letzte Woche verlassen. Er war unersetzlich. Vielleicht kann ich ihn finden. Du musst ihn finden, und zwar schnell. Er soll sich eine eigene kleine Festung hinterm Bahnhof gebaut haben. Neuer Tagebucheintrag, der Fachmann. Gut, Freunde, ich würde sagen... Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann machen wir erstmal der Fachmann und die Nebenquests, so wie es halt geht. Außer das hier natürlich. Kindersegen? Okay, das können wir auch noch nicht machen. Okay, wir können der Fachmann machen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.